Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Jump League. Ja, entschuldigt zu Beginn schon mal meine Stimme, denn ich bin ein bisschen erkältet tatsächlich. Voilà. Ja, ich hasse es, wenn man auf so einem Checkpoint spawnt, schon direkt losspringen will und dann den ersten Sprung fällt, einfach weil der irgendwie von diesem Checkpoint noch nicht richtig losspringen kann, sondern erst so einen kleinen Anlauf braucht. Vielleicht kennt das der eine oder andere, der den Spielmodus hier ab und an spielt. Ja, ich habe eben schon eine Runde aufgenommen, da war aber ein Hacker im Deathmatch, deswegen, ja, konnte ich die jetzt nicht wirklich verwerten. Ich glaube, das wäre ziemlich langweilig gewesen. Zumal das Jump'n'Run auch etwas suboptimal lief. Oh Mann, so wie das gerade. Ich bin halt nicht so ganz auf der Höhe, deswegen entschuldigt so Dummheitsfehler wie den gerade. Ich gehe hier immer die Seite entlang. Vielleicht sollte ich das einfach machen, dann habe ich auch keine Probleme mehr. ja, daran lag's. Ich glaube, diese Teile sind tatsächlich ziemlich synchron. Aber wissen tue ich es nicht. Dementsprechend keine... Ich soll keine Lügen erzählen. Ja, ja, ja. Hat man schon in Harry Potter Teil 5, was glaube ich, gelehrt bekommen. Von dieser komischen rosa Frau. Professor Umbridge. Hieß die so? Ich glaube schon. Harry Potter Filme. Gute Sache, gute Sache. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Könnte man natürlich auch sagen. Sinn ist, also, hä? Würde ich sagen, sogar meine Lieblingsfilmreihe. Klar, Herr der Ringe ist auch ganz cool. Hobbit ist auch ganz nice. Und ja, Star Wars ist halt auch eine schöne Sache so. Aber ich würde sagen, wenn ich mich zwischen den Sachen entscheiden müsste, wäre definitiv Harry Potter auf dem ersten Platz. Einfach weil diese Welt halt an sich, die, ja okay, es ist, die anderen sind auch krasse Welten so, aber in die kann man sich so am besten, finde ich, eindenken. Ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen, zumindest, ja gut, ich habe einen Teil gelesen, also einen Teil von einem Teil. Ich bin nicht so der Leser. Vor allem nicht, wenn es lange Bücher sind. Also so lustige Taschenbücher zum Beispiel. Das ist Lektüre, die ist auf meiner Höhe noch. Ja, das geht noch. Aber alles drüber, das ist aus. Der eine ist bei 97%, da muss ich eigentlich schon gar nicht mehr springen. Komm. Beend einfach. Ich meine, komm, wir haben noch 5 Minuten Zeit fürs Jump'n'Run. Und der Typ ist einfach im Ziel. Okay, ich bin Vorletzter. Ja, okay, da hat es noch einen 43er, 48er, der ist beim gleichen Modul. 62 ist so viel weiter auch nicht, aber das ist krank. Wir haben es ja offenbar nur mit Suchtis zu tun. Ja, da ist so ein Typ mit Angel. Das Ding ist, wenn ich die Angel hier auf dem Server einsetze, das bringt mir nichts. Oder gefühlt nichts. Ich renn weg. Das macht keinen Sinn, außer den hier zu holen. Das macht Sinn. Vielleicht zumindest. Ja, der hat mich noch kein einziges Mal gehittet, aber er kann mich weghalten mit der Angel. Oh, oh, und jetzt kommt von hinten einer und will hier den Abstauber-Move raushängen lassen. Aber ohne mich, mein Freund. So, ich habe nur recht wenig zu essen, leider. Eigentlich sollte ich damit sparsam umgehen. Ja, so viel dazu. Jetzt mal essen. Oh, der war tatsächlich One-Hit. Nice one. Und den hier kriegen wir eine schöne Combo, sehr schön. Der nächste will auch noch auf die Fresse und kriegt nicht auf die Fresse, weil ich schon ziemlich low war leider. Aber der geht direkt nochmal drauf. Ich habe den auch ganz gut gehittet, oder? Oh, ich habe keine Hose. Daran könnte es liegen, dass ich gerade so schnell draufgegangen bin. Ich dachte tatsächlich, ich wäre seinem Equip sehr überlegen, aber offenbar nicht. Oh, da hat er den Hit zuerst bekommen. Ah, jetzt habe ich hier aber ein bisschen Low Ground. Huiuiui. Hose brauche ich. Gold nehme ich mit. Falls wir ein Crafting Table nachher bekommen, kann ich einen Goldapfel machen. Der hat richtig viel Gold dabei, ey. Rich Boy. So. Domme HD war der Gewinner, oder? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht richtig gesehen. Außer aus dem Augenwinkel am Anfang mal. So, was haben wir hier denn? Hier kämpfen gerade 3 gegeneinander. Da ist bestimmt auch der Typ dabei, ja. Der sich alles easy snackt. Der hat dann noch so eine Kiste rumstehen, wo er sich was gönnt, oder wie? Ich gehe erstmal in eine andere Ecke der Map. Man muss sich ja nicht direkt mit dem Stärksten anlegen. Vor allem direkt. Okay,
Okay, der hat auch ganz gute Sachen. Ah, das war der vom Anfang. Ich sollte das mit der Angel vielleicht einfach lieber lassen in meinem Leben. Dann würde ich auch weiterkommen. Ja, okay, zum Wegrennen ist schon ganz nice so, aber... Okay, das war gar nicht so verkehrt, aber... Hallo? Vielleicht hätte ich ihm einen Hit geben können. Ach Gott. Ja gut, der andere ist ja der, der mich auch gerade gekillt hat. Ich würde sagen, wir versuchen die mal so ein bisschen aufeinander zu locken. Der war ja hier hinten irgendwo. Da links ist er. Der wird versuchen, auf mich zu gehen, so wie ich die Minecraft-Spieler kenne. Nee. Macht er nicht mal. Dann versuche ich ihn mal so ein bisschen auf ihn rauf zu boosten. Ja, dann kann er nämlich Hits geben und er bekommt auch noch Damage. Dann sind am Ende beide low. So ist der Plan zumindest. Na komm, hau ihn noch hinter. Er hat ihn gekillt. Nice one. Das Ding ist jetzt, es könnte sein, dass er jetzt regeneriert. Beziehungsweise es könnte nicht nur sein, es ist so. Ja, der andere weint schon. Das könnte jetzt übel werden. Ich muss was versuchen. Und zwar hier durchzukommen. So. So, und dann versuchen wir nochmal den Abstauber-Move. Gerade das hat sehr gut funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, um ehrlich zu sein. Ich dachte, der hintere stirbt. Der Spaghetti-Zahler, oder wie der heißt. Ja, jetzt geht er auf mich. Das Ding ist halt... Ja, der andere ist jetzt recht weit weg, leider. Ich werde versuchen, ihn ein bisschen aufzuhalten noch. Was nicht so gut funktioniert, weil ich meine Angel-Skills einfach in die Tonne werfen kann. Ich häng fest. Nee, das finde ich nicht gut. Oh Gott. Und jetzt gehen sie beide auf mich, weil sie Regen haben wollen. Ja, ohne mich, mein Freund. Das kannst du sein lassen. Er geht weiterhin auf mich. Ich kann was essen immerhin. Okay, er hat auch Pfeil aufgesammelt und so. Jo. Das Ding ist halt, der Typ hat noch zwei Herz. Ja, zwei Herz. Zwei Leben. Heißt, den müssten wir eigentlich erst killen. Bevor der andere stirbt. Sonst habe ich keine Chance. Bei seinem Equip. Ja, er angelt ihn halt nur. Okay. Den einen Hit versuche ich jetzt auszunutzen. Aber er hat halt Regen, deswegen wird er mir überhaupt nichts bringen. Ja, und da gibt er mir krasse Combo. Gut. Suchti gewinnt. Okay, GG an der Stelle. Besorgt ein Leben. Danke. Ja gut, wir sehen uns im nächsten Part vielleicht wieder. Bis dann und tschüss.